Mit dieser Erklärung von Emmenbrücke bringen wir zum Ausdruck, dass Bund, Kantone, Städte und Gemeinden in Zukunft noch verstärkt zusammenarbeiten wollen, frühzeitig planen wollen, wenn es darum geht, Herausforderungen im Bereich Mobilität zu lösen, indem wir eben die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander geschickt kombinieren, indem wir attraktive Orte schaffen, wo man umsteigen kann von einem Verkehrsmittel auf das andere, damit wir für die Bevölkerung, für die Wirtschaft gute, attraktive und auch günstige Lösungen finden. Und dass wir die Planung in den funktionalen Räumen machen, nicht an der Gemeindegrenze aufhören zu planen, an der Kantonsgrenze aufhören zu planen, sondern dass wir in den funktionalen Räumen, in den Agglomerationen denken und das auch gemeinsam planen. Heute setzen wir auf eine Entwicklung rund um die Bahnhöfe mit einer optimalen Verflechtung der Verkehrsströme. Die Gewährleistung des Zugangs zur Mobilität einerseits und die optimale Vernetzung aller Verkehrsströme sind dabei von zentraler Bedeutung. Die Mobilität muss energie- und flächeneffizienter werden. Fortbewegungsarten mit einem geringen Platzbedarf pro Kopf werden bedeutender. Konkret heißt das mehr Fußverkehr, mehr Bus und Tram, mehr Velo und weniger Auto. Wir haben gerade in den Agglomerationen, aber auch in ländlichen Zentren zunehmend auch Verkehrsprobleme. Und wenn wir Lösungen finden wollen, die für die Menschen auch attraktiv sind, dann müssen wir frühzeitig zusammenarbeiten. Wir müssen schauen, welche Verkehrsmittel lassen sich gut kombinieren. Dann können wir die Bedürfnisse der Bevölkerung auch abholen. Und das ist attraktiv.